komm. Das wird ein Punkt. Das muss ich wieder aufpassen. Stimmt, ja, da gibt es Bergmanns. Gerade hatte ich eine Begegnung mit dem Hund, der aggressiv auf der Aramis reagiert hat. Und die Frau hat zu ihrem Mann gesagt, dass ich nicht mit dem Hund klarkommen würde. Alles klar, Aramis ist schön in die Wiese gekommen, hat keinen Mucks von sich gegeben, war ganz lieb. Und der andere, der ist rumgezickt und hat rumgeknurrt und rumgebellt. Und dann komme ich nicht mit dem Hund klar. Ist klar, ne? Solche Leute kann ich leiden. Ich komme gut mit dem Hund. Dieses Hund, der den Hund nicht braucht, hätte ich das echt nicht gesagt. Ich weiß, wie laut ich es wirklich gehört habe. Ich kann gar nicht mit dem Hund umgehen. Hallo? Also lieber mal nach ihrem Hund. Was denkt ihr eigentlich über die Hundekontrolle? Ist es total wichtig, dass der Hund nicht zieht? Also, quasi wenn man zieht, aber man trotzdem halten kann, ist ja nichts Schlimmes. Und ich finde, wenn man den Hund im Notfall unter Kontrolle hat, ist es alles in Ordnung. Ein Notfall, da zählt es, ob er den Hund kontrollieren kann oder nicht. Mein Gott, aber man zieht halt. Aber er ist immer mal mehr. Leute kann auch schön bei Fuß laufen, wenn er will. Und ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, ganz ehrlich. Und im Notfall habe ich den Zugang auf Kontrolle und das ist das Wichtige, finde ich. Oder was findet ihr? Ich hab jetzt endlich mal Hunger. Willst du was fressen? Aramis! Guck da! Du hast noch immer nichts fressen, hm? Du brauchst keine Diät machen, du hast ein super Gewicht! Hm? Jetzt werde ich mal sagen, nein, dass Wähler nichts fressen will. Okay. Aramis, hm?